Hallo und herzlich willkommen zurück bei M2ist. Ja, nun. Wo waren wir denn gleich? Es nebelt ein wenig herum. Wir haben wild gewordene NPCs mit Shotguns in der Gegend rumlaufen. Wir sollten unbedingt unsere Pflanzen gießen. Die trinkt aber jetzt wie Sau hier, ne? Also die säuft uns jetzt gerade die Haare vom Kopf. Achso, warte. Mist, den habe ich ja noch von letzter Folge, habe ich den noch aktiviert. Dann hier einmal, die 4. Nein, es ist die 5, lass das doch bitte, die 4. So, please. Bitte werd feucht. Wird sie feucht? Ja, ne? Doch, wird feucht. Dauert ein bisschen länger bei ihr, aber... definitiv wird die Erde feucht. Okay. Dann kippe ich den Rest aber hier rein. Ah, guck mal, die Tomaten kommen jetzt auch langsam. Ich weiß nicht, die sehen halt noch nicht reif aus. Die sehen noch nicht hundertprozentig reif aus. Da hängen auch so hellrote rum, deswegen würde ich gerne noch warten, ob die vielleicht noch reifer werden. Ich glaube, später, je mehr Seeds man hat, desto einfacher wird es natürlich dann auch, die zu ziehen. Wenn mit einem Mal dann mehr Tomaten reif werden, ist es, glaube ich, auch sehr viel einfacher als, ja, okay, vor allen Dingen, ich glaube, die Erde muss halt immer richtig durchnässt sein. Nur dann wächst es hier. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. So. Deswegen, ich weiß, es wäre schön, wenn man irgendeinen Indikator hätte, außer die Dunkelheit der Erde, weil man sonst immer massiv drauf gießt. So. Und ich glaube, wenn die nicht hundertprozentig gegossen ist, oder je mehr die gegossen ist, desto schneller wächst es wahrscheinlich. Vermute ich. Aber wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Ich weiß es natürlich nicht. Okay. Gegossen haben wir. Dann würde ich mich vielleicht ganz kurz... Ach, ich wollte was anderes machen. Ich wollte ganz kurz Kugel. Ich wollte ganz kurz Kugel. Moin, der Nachbar. Ja, die Tomaten kommen gut dieses Jahr. Nö. Ja, danke für den Tipp auch, ne? Und für Saatgut. Vielen Dank. Ich sehe, Sie sind beschäftigt. Gut, dann, ja. Ich wollte nur danken. Ja. Ist immer sehr busy. Wichtiger Geschäftsmann. 2, 3, 4. Huch. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Okay, mal gucken, wie viel wir da kriegen. Wir müssen Scott auf jeden Fall losschicken, wenn der Nebel durch ist. 11.06 Uhr, das geht noch. Jetzt momentan kann ich auch nicht so viel machen. Ich könnte eventuell schon mal, weißt du, was ich mache? Ihr habt ja recht. Ich mach das einfach mal. Wir brauchen, glaube ich, hier wieder 7, 7, ne, wenn ich das richtig sehe. Split 1, 7. Und hier, Split 1, 7. So. Die brauchten wir für Nägel. Und wenn wir schon mal dabei sind, haben wir noch... Die Sägen haben wir noch dabei, ne? Ja. Die verbrauchen sich ja eh nicht. Ich stelle mich mal hier ein bisschen out of the way. Und wir brauchten 20 hiervon. So, wenn ich jetzt aber 10 schon mal mache... Ach, geht nicht. 20 brauchten wir. Waren das 20? Ich hab's vergessen. Ja, 5 mal 4. 20 braucht nur. Okay. Ich mache jetzt 12. Und dann mache ich hinterher nochmal ein paar. Okay. Wieder einer weggeflitzt ist gerade. 12 mache ich jetzt. Da ist der Nebel doch eh gleich weg, oder? Zack, sind sie alle tot. Alles klar. 12 haben wir gemacht. Dann mache ich hier mal... Ne? Und dann mache ich hier mal ein paar Nägel. Parallel, weil wir wollen das Banditencamp erstmal weiter ausbauen. Nägel brauchten wir 100. Und das waren 7, wenn mich nicht alles täuscht. So. 112. 2 Stunden 19. Und das hat der Scott. T-Scott hat das so wunderbar gemacht. Da kann der gleich wieder ran. T-Scott! Das schwebende Wunderkind. Okay. Wir haben jetzt 12 haben wir davon gemacht.
Und jetzt brauchen wir noch wie viel? Das wären 24. Wir brauchen noch 8. Okay, let's go. Problem ist nur, wir müssen natürlich gucken, wir müssen das ja wieder aufbauen. Drüben. Und das heißt, das darf noch mal jetzt genug. Das kann ich auch mal... Achso, Nägel machen wir ja gerade. Da muss ich ein paar Mal laufen. Hilft nichts. Ein paar Mal laufen tut mir auch ganz gut. Oh Mann, ich hätte Scott zum Bäumefällen schicken sollen. Ich hätte die Nägel wen anders machen so, lassen sollen. Naja, dauert jetzt eh nicht so lange. Ich glaube, der hat das vielleicht schon fertig sogar. Weil wir gerade wieder Bäume geschnitten haben. Ja, dann geh doch raus. Bitteschön. Okay. Dann, bitteschön. Ein Köfferchen. So, jetzt 6 Koffer brauchen wir ja voll mit Holz. Das heißt, ich glaube, die werden so sowieso nicht reichen. Wir müssen Scott nochmal losschicken. So. Achso, jetzt müssen wir ja... Ja, wie gesagt, wir müssen ein bisschen rennen. 6 Koffer voll Holz brauchen wir. 6 Koffer. Für unser Freund das Banditencamp. So. Das wird natürlich nicht reichen. Einer wird fehlen. So, das war schon abzusehen. So. La, 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 la. Pro Rennen mache ich immer eine Wand. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich dann nur eine Reihe fülle. Das ist pro Rennen eine Wand. So. Bevor wir den ganzen anderen Kappes auch noch auf Tasche haben. So. Ich könnte wahrscheinlich hier auch... Ach, da haben wir auch noch Zeug drin. Hier ist noch Happa Happa drin. Da könnte ich theoretisch das Zeug in die Nägel reinpacken. Dann würden wir da noch ein bisschen was unterkriegen. Die Sägen zum Beispiel auch. Die Nägel momentan noch nicht. Oder weißt du was? Ich mach's wieder. Entschuldigung. Ich mach mal anders. Komm. Wir kommen heute eh nicht mehr hin. Ne? Also heute werden wir es eh nicht mehr schaffen. Wir müssen wieder einmal übernachten. Also wenn ich sage heute, meine ich ingame heute. Ne? Ich meine jetzt nicht, dass heute, wie du da gerade so wunderschön vor dem Rechner sitzt. Das meine ich gar nicht. Ich meine das andere heute. So, und ganz ehrlich, die Sniper kann ich erstmal da oben reinpacken. Das mache ich eben auch nochmal schnell. Weil wir haben ja noch eine unten. Okay, aber wir kriegen trotzdem zwei. Doch, wir kriegen zwei rein. Da müssen wir nicht so oft laufen. Ist ja auch schön. So, zweimal haben wir schon. Weißt du was? Loot all. So, das geht ein bisschen schneller. Und wir haben jetzt hier noch... Ja, da können wir leider nicht Loot all machen, weil er sonst gleich alles rausschmeißt. So. Flup, 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 flup. Und das müssten eigentlich schon, oder? Zwei. Okay, wir kriegen den fünften nicht zusammen. Scott muss auf jeden Fall noch ein paar Bäume fällen. Das muss er heute noch irgendwie hinkriegen für uns. Oh Gott, 50 Kilo pro Ding, alter Schwede. Die Banditen werden sich bedanken. Wir bauen ihnen halt gerade eine Base, ne? Das ist verkehrte Welt. Aber statt Banditen auszusperren, sperren wir die einfach ein. Also im Grunde genommen gar nicht so schlecht. So. Ich hoffe nur halt, dass die uns nicht sehen. Das wäre toll. Jetzt müssten wir am Ende noch zwei frei haben. Ja, das ist richtig, denn uns fehlt noch genau ein einziges Ding. So, Scott, wie sieht's denn aus? Okay, wie lange braucht er noch? 14 Minuten. Gut, der kann heute aber definitiv nochmal, ne? Der kann heute nochmal. 64, 46, damit haben wir eigentlich schon die Nägel, die wir brauchen. Ich könnte jetzt Cancel machen. Aber ganz ehrlich, die 12 Minuten, die 18 Nägel, das kann der nochmal eben hinbiegen. Dann mache ich mal eben Folgendes. Das ist super wichtig und immer super nervig. Quiver, 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 quiver. So, und den einen Schokoriegel. Den, wir haben keinen Platz mehr für Schokoriegel. Ach doch, jetzt haben wir einen Platz für Schokoriegel. Alles klar, ciao. Ja, die sind alle weg. Naja. Und hier können wir noch was pflanzen später. Vielleicht eher Tomaten. Weniger Mais. Blumen wären schön, geht aber nicht.
Und ich könnte wahrscheinlich auch selber hier alles abbauen, aber ganz ehrlich, wenn bei Scott die Axt halt nicht decayed, also wenn die Scottsche Axt darunter nicht leidet, das weiß ich gerade noch nicht, dann ist es super, wenn der das macht. Komm, 7 Minuten, Junge, das schaffst du noch. Ich laufe so lange unnütz hin und her. Ich hol mal den Rest vom Holz da hinten. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Flupp. 1, 2, 3, 4, 5. Reicht natürlich nicht. Ich lasse es mal drin. Ich nehme es mal mit. Ich lasse mal drin. Ich nehme es mal mit. Ich mache alles. So. La 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 la. 1, 2. Und dann hier wieder außen. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 6, 7 fehlen noch. Alles klar. 7 fehlen noch. So, ein bisschen Fleisch habe ich noch auf Tasche. Da wir gerade keine Beeren mehr übrig haben. So. Jetzt müsste Scott aber fertig sein. Fleisch essen dauert immer eine Weile. Ja, hallo Scott. Na, Kollege. Pass auf, folgendes. Hier. Pick-up Logs, Pick-up Leaf Stump. Brauchen wir nicht. Let's go. Ist halt einmal ein Traum. Die nehme ich raus, damit wir die draußen haben. Oh, toll. Ein einziger. Wow. Okay, Scotty, du machst das schon. Dann gehe ich kurz hier in den Schrank, liefere die Nägel da rein. Hier haben wir zwar immer noch ein paar, aber das macht ja nichts. Das sind 32, 90. Wir könnten genau 100 Nägel mitnehmen, wenn wir das wollen. So. Das müsste passen, ne? Passt exakte. Exakte Mundo. Hoffe ich. Wenn nicht, dann ist. Dann wäre gleich doof. Bretter und so haben wir auch dabei. Und der Scott, wo ist denn der jetzt hin? Hätte ich beobachten sollen, damit können wir mich gleich die. Scott, Scott. Great Scott! Hängt der irgendwo fest oder macht er hinterm Haus? Der macht hinterm Haus, alles klar. Dann sammeln wir gleich mal 7 ein, sobald er da fertig ist. Cool. Nee, wir bauen ja 5. Wir bauen ja gar nicht 2. 16 und 16 schaffen wir heute auch nicht mehr. So. 1, 2, 3, 4, 5. Es fehlt noch einer. 6. Und der dürfte eigentlich nicht mehr da sein, ne? Weil er den Stumpen eigentlich auch mal mit rausreißt. Also eigentlich müsste der hier weg sein. Vielleicht noch ein Fehler. Guck mal, da ist auch unten der Balken ist abgelaufen. Hier unten. Ist wohl noch ein bisschen buggy. Ich weiß ja auch nicht. Und gut, dass er so fällt, dass der Baum. Au, aua. So. Wie sieht's aus? Komm, wir sammeln noch ein bisschen. Das, was der Scott hier fabriziert, sammeln wir noch ein bisschen. Der wird ja bestimmt ein bisschen was an Holz runterkriegen. Sieht aber reif aus, ne? Ich glaube, das ist ausgereift. Ich bin mir nicht ganz sicher. Guck mal, da ist schon wieder Wasser weg. Aber ich glaube, das Ding ist ausgereift. Bei den Tomaten weiß ich nicht. Ich hätte gerne mal Bilder. Ich muss mal gucken, ob ich Bilder finde irgendwo von Mist. Wo die Leute einem zeigen, wie die Sachen ausgereift aussehen. Wir können es natürlich alles selber rausfinden, aber so steht es halt tot in der Gegend rum, ne? Komm, Scott, beeil dich mal ein bisschen jetzt, ja? Das Gute ist, Scott verliert auch keine Ausdauer, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht hört er auch auf, wenn er keine Ausdauer mehr hat. Kannst du ihm zwar sagen, 3 Stunden, aber dann macht er wahrscheinlich keine 3 Stunden, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, ciao. So. In Zukunft sage ich mir, soll die stumpen lassen, weil sonst kriegen wir keine Bäume mehr. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Der muss uns immer weiter weggehen. Oder wir machen uns irgendwo eine Holzfällerhütte, wo Scott wohnt. Den teilen wir da einfach hin.
Ja, ich glaube, die Stumpen sollte man besser lassen. Ich hoffe, das ist nicht zu spät. So. Da wir heute eh nicht mehr hinfahren. Ich lasse den Scott mal machen. Ich sortiere erstmal ein bisschen ein. 7 Stück brauchen wir noch. Und dann müssen wir schon wieder gießen. Heilige Scheiße, die saufen das Wasser halt echt einfach weg, ne? Achso, wir müssen ja von vorne anfangen, nicht von hinten. Es wäre so schön, wenn es dafür irgendein Kürzel gäbe, dass man einen Schrank einfach mit was vollräumt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, da brauchst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Das heißt, die können eigentlich immer bleiben. So. Ja, der Scott macht dir keine Gefangenen, wie sonst. Wenn das weiter so geht, dann haben wir hier bald keinen Wald mehr. Und das bringt mich ehrlich gesagt auf Ideen. Wenn wir Scott dazu anhalten, hier die Bäume zu fällen so ein bisschen, aber Leaf Trunk, ne? Und wir da hinten aber so eine Holzfällerhütte für Scott bauen, wo wir ihn assignen zum Holzfällern, dann könnten wir da quasi immer Holz herholen. Für diese Riesenhäuser zum Beispiel. Gar nicht schlecht. Schade, dass man NPCs nicht auf Standorte aufteilen kann. Aber in der Apokalypse vielleicht auch eher ungünstig. Alter, wieder hier alles wegräumt einfach. Krass. Die letzten Male hat er einfach mal abgebrochen. Und jetzt zieht er hier einfach durch, der Kollege. So. Dann haben wir bald mehr Holz als vorher. Ich kann mal die 7 Holz nach vorne bringen, ne, dann auch. Wäre, glaube ich, ganz cool. Also das funktioniert halt, dass... Ich stelle mir vor, Leute, die so ihre Festungen bauen und so, wir haben die bis jetzt nicht so viel Holz gebraucht, aber Leute, die sich ihre eigenen Festungen bauen und sowas, dafür ist halt Scott super nützlich. Super duper nützlich. Dass der hier so schnell die Bäume wegfräst und auch in so einer Menge, das ist eigentlich schon ein Traum. Das ist schon sehr, sehr cool. So, und dann haben wir hier die restlichen Baumstämme drin. Und damit... So. Damit hätten wir die nächsten 5 Dinger gesichert und eigentlich könnten wir noch ein 6. Ding sichern, wenn ich ehrlich bin. Dazu brauche ich wohl noch 4 weitere Bretter. Vielleicht machen wir das noch, so ein 6. Ding. Alter. Okay, ich brauche auf jeden Fall, ich brauche Wasser für die Gießkannen. So. Schön dunkel. Und auch hier. Reicht das noch? Das reicht noch. Dann gieße ich jetzt nochmal schnell den Rest auf. Hier, komm, gönn dir. Jetzt haben wir allerdings nichts mehr in den Gießkannen. Ne? Wir können aber die Gießkannen mitnehmen. Kurz mal zum See gehen. 3, 4. Huch. Sollten wir auch. Das müssen wir sogar jetzt noch machen. 16, 17 Uhr. Ich würde gerne wissen, ob die Tomaten komplett reif sind jetzt. Also ich weiß, ne, also für Leute, die sich fragen, warum ich damit so lange warte, ich weiß, je reifer die sind, desto mehr erntet man da. Deswegen habe ich beim Mais auf jeden Fall auch gewartet, oder würde ich ihn gerne ausreifen lassen, damit wir mehr Maissamen kriegen und noch mehr Mais anpflanzen können. Achso, geht er hier nicht. Das wäre mir halt wichtig. Warum kitzelt es denn hier so? So, hier würde ich gerne 15, ich würde gerne 100 Liter hier hinkriegen. 15, 30, kriegen wir nicht, wir kriegen nur 90 Liter hin, alles klar. Und vielleicht noch ein 10er. So. Mit dem zweiten Ding hätten wir 180 Liter, also würden wir 180 Liter abgreifen können. Da bräuchten wir viele Water Barrel. Damit das gerade aufgeht. Und sehr viele Gießkannen. Alter, der Scott. Der hört nicht mehr auf. Vielleicht kommt ja noch Brandrodung oder so. Boah, die ganzen Zweige, ne? Ich müsste die eigentlich alle aufsammeln. Das ist eigentlich voll das Geschenk für Zäune.
Und die Blätter müsste man nicht auch saugen. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht gehe ich da mit dem Staubsauger durch, wenn ich die Baumstämme hier weg habe. Diesen Baumstammfriedhof. Alter. Scott dreht halt voll ab gerade. Der ist hier so im Wald am Rumeskalieren. Okay, können wir nicht mehr mitnehmen. Ja, wir sollten die Blätter und so sollten wir sammeln. Und wenn ich die erstmal irgendwo reinpacke, wo es egal ist. So, hier war voll. Alter Zinnober, Scott. Alter Zinnober. Sein 3-Stunden-Programm zieht halt voll durch gerade, ne? Was aber eigentlich ganz gut ist. Ich weiß nicht, wo wir es brauchen. Aber falls wir bei uns hier so eine Dinger machen wollen, ne? Auch mit Ausguckturm und sowas. Und ich würde wahnsinnig gerne noch so eine Jagdhütte bauen. Vielleicht aber einen Bären. Dass wir da eine Hütte haben, wo wir eventuell so einen Bären direkt verarbeiten können. In leckere Dauerwurst. Wurst. So, hier. Zack. 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 Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt. Die Gießkanne mit frischem Wasser. Der sieht halt wirklich schon ausgereift aus. Ich glaube nicht, dass der noch höher wird. Ich glaube, das von der Größe her müsste der auch so hinhauen. Ich glaube, der ist ausgereift und ich glaube, die Tomaten auch. Alter Scott. Hier ist halt alles leer. Der Typ macht mich fertig. Ich meine, 3 Stunden, ne? Also wenn er dazu kommt, durchzuarbeiten und nicht irgendwo festhängt, dann, dann räumt er ja gut weg. Heilige Scheiße. Und wisst ihr noch, als wir selber abgebaut haben und wir haben gedacht, boah, das wird 1000 Jahre dauern, so viele Baumstämme hinzukriegen? Ich erinnere mich noch genau. Und jetzt steht hier aber kein Wald mehr. So. Hier ist voll. Hier auch gleich. Also wenn das Code fertig ist, dann habe ich keinen Platz mehr für die Baumstämme, glaube ich, oder? Das quillt mir langsam ein bisschen über. Was aber gut ist, wir können dann vielleicht doch noch beim Banditencamp ein so ein Ding hinbauen. Und zwar ganz vorne hin. Oder wir wollten eventuell noch 5 weitere machen. Um an der Straßenseite noch so ein bisschen. Wobei ich weiß nicht, ob die nötig sind. Ich habe keine Ahnung. Viel hilft viel, aber in dem Fall weiß ich halt echt nicht, ob das noch Sinn macht, da noch mehr hinzuballern. So. La 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 la. Vom Platz her wird es übrigens viel besser funktionieren, wenn man über Kühlschränke hinbaut, glaube ich, ne? Ich glaube, der Scott hat aufgehört. Da hat er noch einen Baum angeritzt. Jetzt ist er aber, glaube ich, abgehauen. So, mal gucken. Ich nehme das mal alles mit. Einfach nur, vielleicht, ich weiß nicht, ob es die Performance runterzieht oder so, keine Ahnung. Bevor es despawnt und wir dann wieder 2 gesammeln müssen oder sonst irgendwas, nehme ich es einfach mal mit. Ich nehme es mal mit. So. La 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 la. Schade, dass keine Borke runterkommt, ne? Das ist ein bisschen schade. So. La 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 la. Okay. Soviel zum Thema aufgehört. Okay. Ich dachte, jetzt können wir hier in Ruhe aufräumen, aber Scott eskaliert einfach komplett. Ich will den auch nicht abbrechen lassen. Ich will den einmal komplett durchziehen lassen. Der hat ja gerade auch Spaß. So ist es ja nicht. Und das Coole ist, der hat halt unendlich Ausdauer. Und seine Axt scheint auch unendlich lang zu halten. So. Das Coole ist, die Blätter können wir halt für diese komischen Dinger da gebrauchen. Ich hab schon wieder vergessen, wie die heißen, ne? Diese komischen, die man so zusammenknüpft. Diese, was eigentlich eine Schnur darstellt, glaube ich. Bin mir nicht ganz so sicher. So, ich fahre hier noch mit dem Staubsauger durch. Wie die liebende Mutti. Hör mich im Hintergrund schon wieder. Alter. Wenn man sowas halt noch für Federn hätte, ne, das wäre natürlich ein Traum. Alter, ey, der macht ja alles weg. Alles. Komplett. Wir haben keinen Platz mehr für so viel. Ich will den trotzdem nicht aufhalten. Ich will den einmal komplett durchziehen lassen. Aber wir haben einfach keinen Platz für so viele Baumstämme. Es wird Probleme geben.
nicht witzig? Ja, wir haben mehr als vorher. Wir haben auf jeden Fall mehr als vorher. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wohin damit. Wir könnten ein bisschen was noch zu Feuerholz verarbeiten. Das würde auch noch gehen. Vielleicht sollten wir Scott doch zurückpfeifen. Aber ich freue mich so, weil er so glücklich ist hier in der Natur. Ja, Feuerholz wäre ganz gut, aber ja. Ach, die Natur. Die ist schon so eine. Die ist sicherlich glücklich, dass sie mehr Platz hat, um zu wachsen jetzt. Jetzt, wo die Bäume weg sind. Man kennt die Natur ja. Die ist immer so unsicher, was sie jetzt machen soll. Okay, dann haben wir hier nochmal 26. Zack, 2. Da. Die Zweige. Hardstick brauchen wir eigentlich nicht so wirklich viele. Die Dinger eigentlich auch nicht. Da haben wir noch 16. Ja, wir haben eine Menge von den Dingern. Ich tue die erstmal hier rein, ne? Das muss ja nicht so... Ist jetzt ein bisschen durcheinander. Widert mich selber an. So, wie sieht's aus? Hunger. Dann können wir den letzten hier nochmal schnell essen. So. Ich esse erstmal die Dinger weg, bevor wir neuen Bären holen, ne? Weil Trockenfleisch haben wir einfach momentan nicht so viel Platz für. So. Da kommt Scott, glaube ich, wieder, ne? Ne, doch nicht. Es war nur kurz die Hoffnung. Ich glaube, wir können uns von dem Wald da hinten verabschieden. Ich glaube, das war's mit dem Wald. Ich bin gespannt übrigens, ob morgen die Banditen noch da... Can't reach here. Okay, Scott ist durch. Habe ich gedacht. Für einen Augenblick habe ich es gedacht. Okay, Scott ist jetzt durch. Oh Gott, zum Glück. Also, 3 Stunden Bäume fällen lassen. Boah, hier stehen die alle noch so rum. Theoretisch eine tolle Idee. In der Praxis, wir müssen jetzt dringend erstmal ein paar Baumstämme loswerden. Ich glaube, so eine Hütte, wenn die 96 Baumstämme kostet, ich glaube, da gehen die schon ganz schnell weg. Aber die muss natürlich trotzdem zwischenlagern. Muss erstmal Platz für 96 Baumstämme haben. Ich nehme die zwar gerade alle mit, aber wo tue ich die alle hin? Alles klar. Wo tue ich die alle hin? Also die Dinger sind komplett voll, ne? Feuerholz. Kann man wie hoch stacken? 8, ne? Oder? Ich mach mal 100 Feuerholz. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Das macht nicht Scott, das macht hier Kate. 18:39, das wird zeitlich hoffentlich hinhauen, aber die lief gerade draußen rum. Okay, wir haben jetzt noch 2 davon übrig. Die kann man noch zu Bretter verarbeiten, zu Brettern. Okay, Scott hat übrigens keine Teepose mehr. Seit der Axt hat er keine Teepose mehr, das ist toll. Die Säge habe ich schon abgelegt, weil ich sehr schlau bin. Also ein bisschen vorsichtig sein. Die Säge ist jetzt eine hier drin, okay. Die brauche ich noch. Na Scott, alles gut. Willst du wieder umdrehen? Okay, Scott, pass auf, ich mach hier erstmal zu. Dann ist die Schleuse auch für dich. Okay, gut. Dann mach ich wieder auf. So. Und dann mache ich hier aber wieder zu. Weil sie... Ich hoffe, jetzt sind alle drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob NPCs sterben können. Okay, Feuerholz haben wir bestimmt gleich genug. Aber was ich mal mache eben... ich säge eben nochmal... 4 Stück brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Ich mach trotzdem mal 8.
Eine Stunde 30. Ich mache es mal vier. So. Dann haben wir exakt 100 Nägel. Aber wer sagt denn, dass wir nicht einfach ein paar mehr Nägel noch mitnehmen können? Angenommen, ich tue das hier mal dahin und tue das hier mal dahin. So, dann haben wir nicht mehr exakt 100 Nägel. Ich tue den Baumstamm mal hier rein. Ich glaube, da wird gleich nichts mehr reinpassen, ne? So, sind alle drin? Also, ich weiß nicht, ob alle drin sind. Ich bin unsicher. Hier sollte fertig sein. Ach, guck mal, Firewood. Was? Ich dachte, das stapelt sich... Was ist das? Firewood. Da war aber jemand sauer. Da war aber jemand richtig sauer. Oder sehr motiviert, ich weiß es gar nicht. Ich dachte, wenn das voll ist, dann machen die nicht weiter. Alter, Junge, Junge, Junge. Heilige Scheiße, okay. Na gut, na gut. Ihr seid sehr motiviert, ich finde das gut. Sind denn alle drin? Wo ist denn Rachel? Käthe ist da. Müde. Ein sehr anstrengender Tag, im Gegensatz zu Scott natürlich. Was ist hier drin? Da können wir auch noch Feuerholz reintun, ganz ehrlich. Also Feuerholz können wir immer brauchen. So, 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 so. Und dann lieber noch ein paar Anzünder ließen, so. 1, 2, 3, 4. So, Feuerholz, wie gesagt, kann man immer brauchen. Würde ich vielleicht einfach mal komplett rüber tun, auch wenn man natürlich... Warte mal, bevor ich das mache. Ich glaube, wir haben hier noch... ja. Da sollten wir vielleicht erstmal... Mit der Kohle machen wir ja auch gar nichts, ne? Die Kohle ist halt da, mit der machen wir aber effektiv eigentlich gar nichts. Ich wünsche übrigens, man könnte Shift klicken. Das würde alles so viel vereinfachen. Einiges zumindest. So, von denen brauchen wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch Holz für Feuerholz, falls wir Feuerholz brauchen. Eventuell. Lass mich mal eben was gucken. Nägel, Bretter und die Dinge. Oh, die brauchen 8 Wood. Okay, dann muss nochmal 4 Wood machen. Kann ich ja, ne? 4 Wood. Stell ich eben nochmal her. Okay. 4. Stimmt, ich hab das Holz weggelegt. 4 Wood. So. Stimmt, 8 pro Ding. Ist ja auch logisch. Okay, warte, was mach ich denn hier? So, 4 Wood. 45 Minuten, ist ein bisschen später heute, aber... Was soll's. So, 8 Wood. Da sind alle drin. Sie hängt in der Luft fest, ich weiß nicht genau warum. Und ich würde sagen, ich gehe mal schlafen. Was die machen, ist mir gerade relativ egal. Essenstechnisch kommen wir gut über die Nacht. Wir haben 21 Uhr, also 8 Stunden Schlaf. So, das müsste hinhauen. Okay, ist mir aber gerade egal. 21. Das sind 4 Stunden Schlaf. Schlafen bis 5:30. Das da hinten ist auch noch alles Holzdinger, ne? Die hat übrigens keiner erwischt. Die hat mal wieder keiner erwischt. Kann sie auch gar nicht über das Ding hier. Die schießen zwar immer. Hä? Man fühlt sich schon ein bisschen sicherer, aber wenn man darüber nachdenkt, dass sie eigentlich niemanden erschießen können über den Zaun, ist das Ganze ein bisschen sinnlos geworden. Na gut, wir haben noch ein extra Ding mitgenommen.
Und Nägel auch noch ein bisschen extra. Extra, extra. Ich hoffe, es reicht alles, aber wir werden erst in der nächsten Folge fahren, natürlich das Banditencamp zu Ende sichern. Und ich hoffe dann die Mine absichern, dass wir da jedes Mal rein können. Aber in der Mine müssen wir wahrscheinlich erstmal die Zombies wieder killen. Das wird ein bisschen schwieriger, weil... Ja, ich habe es bei den Zielen offenbar nicht so bei den Zombies. Ich weiß nicht genau warum. Aber weil die immer mit dem Kopf so hin und her wackeln, ist es schwierig, den Headshot zu verpassen. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das wird alles einigermaßen. Ich nehme vielleicht einen Koffer mit in die Mine, aber das bringt, glaube ich, nicht so viel in dem Fall. Wir müssten theoretisch was Großes wie das dann nehmen und da steigen die wahrscheinlich eher drüben, oder? Ne, da können die gar nicht drüber steigen. Vielleicht nehmen wir sowas Großes mit wie das da, aber ich glaube, die Mine ist breit genug, dass das nicht funktioniert. Schauen wir mal. Jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das mit der Mine klappt. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss.